Hallo und willkommen, mein Name ist Mustafa Morad, ich bin Filmemacher und Fotograf aus Deutschland und heute möchte ich euch ein tolles Tool zeigen, das euch dabei hilft, akkurate Farben und verschiedene Kameras am Filmset miteinander zu matchen, wenn verschiedene Kameras benutzt werden. Das Tool, das ich dafür nutze, ist der Spider Checker Video von Datacolor und Final Cut Pro. Lasst uns erstmal darüber sprechen, warum es so wichtig ist, akkurate Farben zu haben und Kameras zu matchen. Wenn ihr zum Beispiel ein Produkt aufnimmt, wie zum Beispiel eine Schuhwerbung, dann muss die Farbe am Ende so aussehen, wie der Hersteller es wollte. Verschiedene Kameras miteinander zu matchen ist deswegen wichtig, weil jede Kamera eine andere Farbwissenschaft hat, also interpretiert Farben anders. Jede Kamera sieht Farben anders und auch unsere Augen sehen Farben anders und auch jedes Display, was ihr euch anschaut, interpretiert und zeigt Farben anders. Damit wir nun korrekte Farben in der Postproduktion erhalten, brauchen wir ein Werkzeug, auf das wir uns verlassen können, das akkurate, kalibrierte Farben hat, damit wir jetzt nicht raten müssen, ob die Farben stimmen oder nicht. Und deswegen ist dieser Spider Checker Video von Datacolor so wichtig. Deshalb schauen wir mal, was für Werkzeuge der Spider Checker Video bietet. Der Spider Checker Video hat verschiedene Charts, die kalibriert sind, worauf ihr euch in der Postproduktion verlassen könnt. Und das erste hier ist das Color Pattern Card. Und dieses Color Pattern erstellt in der Postproduktion im Vectorscope ein bestimmtes Muster. Das schauen wir uns im Final Cut an. Hier unten sind verschiedene Hautfarben abgebildet, damit wir in der Post vernünftige Hautfarben bekommen. Und die nächste Karte, die wir haben, ist die Grayscale Card. Mit diesem Chart könnt ihr euren Weißabgleich korrekt anpassen. Natürlich ist es besser, wenn ihr es on set direkt vernünftig aufgenommen habt. Aber falls nicht, dann hilft euch diese Karte, euren Weißabgleich korrekt anzupassen. Was ihr damit noch machen könnt, ihr könnt die Helligkeitswerte eurer Aufnahmen beurteilen in der Postproduktion, sodass ihr da auf der sicheren Seite seid. Wenn wir den Spider Checker Video einmal umklappen, dann sehen wir, dass wir zwei weitere Karten haben. Einmal die Graukarte. Mit dieser Graukarte könnt ihr auch wieder euren Weißabgleich ausbalancieren. Die nächste Karte ist der Fokusstern. Das hilft euch, euren Fokus dort zu setzen, wo er sein soll, um scharfe Aufnahmen zu bekommen. Wenn du ein Hybrid-Shooter bist wie ich und du willst akkurate Farben in Fotos und Filmen, dann kannst du den Spider Checker Foto und den Spider Checker Video zu einem Checker kombinieren. Dafür nimmst du einfach die Karten aus dem Fotochecker und tust sie in den Videochecker und dann bist du bereit für Foto und Video. Wie benutzt man jetzt den Spider Checker am Set? Am besten, ihr nehmt ein paar Sekunden auf, wo ihr den Spider Checker in die Kamera hält, ein bisschen kippt, ein bisschen schwenkt, sodass ihr mindestens einen Frame habt, wo ihr keine Reflektion oder Schatten auf dem Checker habt. Ein tolles Feature hier bei dem Spider Checker Video ist, dass die Seiten hier gebogen sind, sodass eure Finger den Spider Checker Video sicher halten könnt und so keine Schatten durch eure Finger auf die Farbkarten kommt. Wenn ihr mehrere Kameras benutzt, dann muss man dasselbe Prozedere für jede Kamera machen. Lasst uns nun in Final Cut Pro schauen, wie wir den Spider Checker Video in unseren Workflow einbauen können. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein Beispiel-Footage, wo ich ein Model habe, das den Spider Checker Video in der Hand hält. Und ja, was wir jetzt tun müssen, wir müssen uns den Arbeitsbereich mit den Wellenformen Waveform mit der RGB-Overlay aufrufen. Das bringt uns jetzt so jetzt nicht wirklich weiter. Deswegen zoome ich mal ein bisschen ran. Und was wir jetzt machen müssen ist, wir müssen uns eine Zeichenmaske raussuchen. Sucht nach Maske, Zeichenmaske. Tut es auf euren Clip. Und wir müssen jetzt im Prinzip eine Maske zeichnen, damit wir diese Grayscale-Karte isolieren. Und das wird uns dann auf jeden Fall weiterhelfen. Und ja, jetzt haben wir schon mal ein anderes Muster. Um das nochmal besser zu sehen, zoome ich mal ein bisschen rein, skaliere das hoch. Und ihr seht jetzt, dass ich hier ein X-Muster habe. Und hier sehen wir, dass wir die Rot-, Grün- und Blau-Channels haben, die ja so ein bisschen verteilt sind. Und das Ziel ist es jetzt, ein X-Pattern zu schaffen, wo nur noch ein weißes X zu sehen ist. Um dies zu erreichen, gehen wir jetzt mal auf unseren Farb-Tab. Und da gibt es die Farbkurven, da klicken wir einmal drauf. Da seht ihr jetzt, dass wir rechts die Channels haben, Rot, Grün und Blau. Und wenn ihr an einem so einem Control Point so ein bisschen zieht, dann seht ihr links, dass sich ja, dieses X so ein bisschen verschiebt, ne? Das ist der Blau-Channel. Und das gilt für jede Farbe, die ihr da berührt und verschiebt. Und ja, das Ziel ist es, am Ende ein weißes X zu bekommen und dann habt ihr einen korrekten Weißabgleich. Ich lasse das Ganze mal ein bisschen schneller durchlaufen und zeige euch das Ergebnis. So, wir sehen jetzt, wenn ich mal hier unsere Korrektur an- und ausschalte, wie sich das X-Pattern verändert hat. Wir haben jetzt ein weißes X und wenn wir uns unser Footage einmal anschauen, ich zoome mal ein bisschen raus wieder. Jetzt sehen wir noch mal ein bisschen besser, wenn ich unsere Korrektur ein- und ausblende. Wir hatten hier im Hintergrund so einen orangen Schleier. Und wenn ich unseren korrigierten Weißabgleich jetzt einblende,
Dann sehen wir, dass der Hintergrund grau ist, so wie er sein sollte. Und ja, jetzt ist unser Weißabgleich korrekt und wir können zum nächsten Schritt übergehen. So, für unsere Color Pattern Card müssen wir uns hier einmal unser Vectorscope aufrufen. Und hier sehen wir einmal die ganzen Channels, die Farbchannels, ne, wie Rot, Magenta, Blau und so weiter. Und diese Farben müssen wir jetzt auch ausbalancieren. Und das machen wir, indem wir auch wieder eine Zeichenmaske nehmen und unsere Color Pattern Karte auch wieder isolieren mit einer Maske. Einfach wieder in die Ecken gehen, bis wir so ein Rechteck haben. Wenn wir das gemacht haben, dann sehen wir auch, dass das Vectorscope jetzt viel aufgeräumter aussieht. Man sieht jetzt auch, dass einige Farben nicht da sind, wo sie hingehören. Das sieht man an dem Ende von diesem Muster, an diesen ganzen Ecken, die da sind. Die müssen im Prinzip auf einer Linie mit den Kästchen sein. Ja, wie können wir das jetzt korrigieren? Wir gehen jetzt einmal wieder unter Farbfelder und da gehen wir jetzt auf Farbton und Sättigungskurven. Die rufen wir uns einmal auf. Und wir sehen jetzt hier ganz oben Farbton versus Farbton. Da klicken wir einmal drauf auf die Pipette. Und wir suchen uns jetzt die Farben aus dem Vectorscope einmal hier aus, klicken einmal drauf. Final Cut macht noch so zwei Control Points, die müssen wir auf jeden Fall rauslöschen. Und das machen wir jetzt für jede Farbe, wie Magenta jetzt zum Beispiel. Magenta und die zwei Control Points weg. Und ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller. Ich wähle mal alle Farben aus. So wie wir jetzt auf der linken Seite sehen, hat jede Farbe so ein Viereck, was ihm zugeordnet ist. Und wir haben auch hier so eine Linie für die Skin Tones, für die Hauttöne. Und wenn wir jetzt an diesen Farben, die wir uns ausgewählt haben, so ein bisschen ja, nach oben und nach unten ziehen, dann sehen wir, dass wir im Prinzip ja, die Farbe auf eine Linie mit den Kästchen bringen können. Und das sollten wir auch tun. Magenta ist zum Beispiel auch sehr ja, weit weg vom Kästchen im Prinzip. Und ja, so sieht es ziemlich bündig aus. Ja, der blaue Channel im Prinzip auch. Ja, der ist eigentlich ganz gut. Und das mache ich jetzt mit allen Farben. Ich werde es versuchen, so gut wie es geht, auf eine Linie mit den Kästchen zu bringen. Ja, Cyan war auch ein bisschen off. Grün ist eigentlich auch ja, sehr weit weg von dem Kästchen. Und das können wir ganz einfach korrigieren, indem wir so ein bisschen diese Control Points nach oben ziehen. Gelb passt eigentlich so von der Ausrichtung. Und ja, das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist jetzt, wir müssen die Saturation anpassen. Das heißt, wir müssen diese Ecken versuchen, in diese Rechtecke zu bekommen. Dann haben wir die richtige Menge an Saturation. Das machen wir hier mit Farbton und Sättigung. Da gibt es auch wieder eine Pipette. Und wir wählen uns wieder unsere ganzen Farben aus. Ich mache das mal ein bisschen schneller hier. Und wenn wir jetzt da dran ziehen, dann sehen wir, dass wir die Rottöne ja, jetzt in den Kasten reingebracht haben, also gesättigter haben. Unsere Magenta-Töne werden wir jetzt auch nach oben ziehen und auch im Optimalfall in diesen Kasten landen. Das gleiche gilt für den Blauton. Und ja, das machen wir jetzt für alle Farben, bis wir halt so nah wie möglich oder im Optimalfall in Kästchen landen. Ich sehe jetzt auch hier, dass mein Blue Channel nicht ganz auf der Linie ist. Dann gehe ich wieder hoch auf Farbton versus Farbton und korrigiere jetzt nochmal die Ausrichtung von Blue. Und ja, mache weiter mit Cyan und Grün. Und so können wir ganz einfach die Saturation, die Sättigung unseres Bildes korrigieren. Und die letzte Farbe ist jetzt hier gelb. Und ja, jetzt haben wir unser Muster so, wie es sein soll. Und jetzt fehlt uns nur noch hier der Hautton-Indikator, Skin-Ton-Indikator. Da gehen wir jetzt wieder oben auf Farbton versus Farbton mit der Pipette auf einen Skin-Ton. Und da können wir jetzt auch wieder dran ziehen. Und jetzt sehen wir, dass wir die Linien der Hauttöne auf diesen Skin-Ton-Indikator ausrichten können. Nun haben wir die richtigen Farben in unserem Bild und die richtige Menge an Sättigung. Und wenn ich jetzt hier mal das Bild wieder in groß mache und einmal das Vectorscope auch ausblende, dann können wir sehen, wenn ich jetzt die Modifikation ein- und ausblende, wie sich das Bild verändert. Ihr seht jetzt korrekte Farben, gesättigtere Farben, lebendigere Farben. Und jetzt stimmt auch alles mit den Hauttönen. Genau so sah das Model aus an dem Tag, genau so sah die Jacke aus und alles drumherum. Und deswegen ist ein Spider-Checker-Video so wichtig, damit ihr am Ende in der Postproduktion die Farben reproduzieren könnt und euch und eure Kunden am Ende glücklich macht.
Ich hoffe, euch hat die Demonstration des Spider-Checker-Video gefallen und ihr konntet was mitnehmen daraus. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt kreativ!